an, das Wetter bringt es mit sich. Husten und Schniefen all überall. Es ist Erkältungshochsaison und dagegen gibt's heutzutage allerlei Mittel, Hausmittel, aber auch Pillen und Dragees. Die Apotheken sind voll davon. Eines davon allerdings, das hat schon 100 Jahre auf dem Buckel, als Marke, versteht sich. Manche sagen sogar, es wäre das erste deutsche Hustenbonbon überhaupt gewesen. 1923 kam M-Eukal auf den Markt. Dazu unser Stichtag von Sven Hecker. Brusttee, Eiertrank und Blutegel. Dazu unter anderem rät bei Husten 1835 das Damenkonversationslexikon. Wobei auch Gurgelmittel und lösende Süßigkeiten dienlich sind. Die schlimmeren Arten des Hustens erfordern außerdem Mittel, welche die örtliche Entzündung heben. Blutegel, Blasenpflaster etc., worauf Milchdiät, Milchkuren etc. anzuwenden sind. Allerdings warnt das Lexikon auch: Der Hustenmittel sind Legion und oft werden die unpassendsten angewendet. Von ätherischen Ölen ist noch keine Rede, wohl aber von lösenden Süßigkeiten. Der Nürnberger Apotheker Karl Soldan bringt vor 100 Jahren beides zusammen und, so heißt es zumindest mancherorts, das erste Hustenbonbon Deutschlands auf den Markt. Schon seit 1899 betreibt Soldan in Nürnberg eine Medizinaldrogerie. 1923 dann hat er die entscheidende Idee. Die Firmenlegende erzählt von einem kleinen Jungen, der wie andere Kinder aus der Nachbarschaft im Geschäft vorbeischaut, um vielleicht etwas zum Naschen zu erhaschen. Dieser Junge sei oft erkältet gewesen. Für ihn kreierte Dr. Karl Soldan Anfang des 20. Jahrhunderts das erste Bonbon aus Menthol und Eukalyptus. M für Menthol und Eukal für Eukalyptus. Damit hat das Bonbon auch schon seinen Namen. Perry Soldan, der Urenkel des Firmengründers, erzählt. Man hat entwickelt und man hat untersucht und hat festgestellt, dass Eukalyptusöl beim Abschleimen hilft. Dass Menthol, das ja aus der Pfefferminze gewonnen wird, eine kühlend lindernde Wirkung hat. Die Entwicklung von Bonbons, die bei Erkältungen helfen sollen, liegt im Trend damals. So hatte Richard Amandus Krüger schon 1876 in Leipzig eine Fabrik zur Herstellung seiner echten Krügerruhl Katar-Bonbons eröffnet. Unter den natürlichen Zutaten allerdings noch kein Eukalyptusöl. Dies in Kombination mit Menthol. Diese Rezeptur kann der Nürnberger Apotheker Soldan wohl als erster für sich beanspruchen. Und dann war er wahrscheinlich doch seiner Zeit in diesem Punkt voraus, dann diese Entstehung von Hustenbonbons auch geschickt mit wirtschaftlichen Interessen zu vereinen und somit den Grundstein für dieses Unternehmen zu legen. Die Eukalyptus-Menthol-Bonbons werden zum Kerngeschäft von Soldans expandierender Firma. Schon früh gehört zur Marke die sogenannte Fahne zum hygienischen Auswickeln, was in den 1950er Jahren eine besondere Bedeutung bekommt. Den Bergleuten im Ruhrgebiet werden die Bonbons gegen Staublunge und Bronchialbeschwerden empfohlen. Das Problem aber war, dass die natürlich mit ihren dreckigen Händen, wenn sie das Bonbon aus einem klassischen Wickler ausgepackt haben, dann auch dreckig gemacht haben. Und da war die Idee, mit dem Fähnchen konnte man früher das Bonbon aus dem Wickler rausnehmen, ohne es direkt anlangen zu müssen. Heute gibt es eine Vielzahl von Husten- und Halsbonbons. Allein das Lutschen oder Kauen regt den Fluss des Speichels an, der sich auf die gereizten Schleimhäute legt. Verschiedene Ingredienzien verstärken diesen Effekt oder wirken antibakteriell. Das Abhusten erleichtern ätherische Öle, eben aus Eukalyptus oder Thymian. Klingt in jedem Falle besser als Brusttee und Blutegel.